Während andere noch von der Apple Watch träumen, haben wir sie schon, die neue Pleutec Synthesizer Watch. Und was die kann, erfahrt ihr gleich. Dranbleiben. Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei Musotalk Angecheckt. Ich bin Non Eric und heute checken wir zusammen den P-Squared Synths von Pleutec an. Das ist ein Duophonic Monosynthesizer mit Rechteckwelle. Allerdings kann man mit dieser Rechteckwelle auch andere Wellenformen simulieren und ganz viele verrückte Sounds machen. Und hier ist er. So klein ist dieser Synthesizer. Kommt in dieser unscheinbaren Verpackung hat auch eine kleine Bedienungsanleitung. Sieht eher aus wie so ein Waschzettel. Aber immerhin ist da auch eine schöne Tabelle drauf, mit der man nicht nur die Synthesizer-Parameter per Dezimalzahl anwählen kann über Controller, sondern auch ein bisschen hexadezimal lernen kann. Es gibt den Square Synths in zwei verschiedenen Varianten. Einmal mit einem MIDI-Out und USB-Anschluss für den Computer und einmal mit einer MIDI-In-Buchse und dann sollte der Strom vom MIDI-Keyboard kommen. Das funktioniert hier mit dem Panorama-Keyboard auch ganz ohne Probleme, aber es gibt das ein oder andere MIDI-Keyboard, das keinen Strom an die MIDI-Schnittstelle sendet. Dann kann man aber hier in der neuen Version vom Pi oder P-Square Synths ein USB-Steckernetzteil mit Mini-USB-Anschluss anschließen. Audioausgang, Kinch und das ist es auch schon. Sehr klein und sehr smart. Frage ist jetzt, wie hört sich das an? Hier das Ding habe ich jetzt erstmal den ersten Preset eingeladen und so geht das im Prinzip los. Also vom Sound kriege ich jetzt mal keine feuchten Höschen. Aber wer so ein richtiger Retro-Sound-Fan ist, der hat schon gehört, da gibt es kräftiges Lasing und Noise. Und wenn wir jetzt gleich noch ein paar Presets durchhören, dann werdet ihr feststellen, man kann schon eine ganze Menge kranker Sounds machen, wenn man auch keine fetten, harten, geilen Moog-Bass-Sounds damit generieren kann. So kann man auf jeden Fall eine Menge verrückter, ich sag mal fast schon so 8-Bit-Sounds damit generieren. Hören wir uns mal ein paar Presets an. Ich habe jetzt hier das Pleutec-Teil einfach per MIDI-USB hier an mein Logic angeschlossen und öffne jetzt mal den Editor. Den Editor gibt es übrigens nicht nur für Mac und PC, sondern auch fürs iPad. Im Editor gibt es die Möglichkeit, verschiedene Programs und Presets abzufeuern. Das mache ich jetzt mal. Ups. Der PL2 verfügt über sowohl analoge als auch digitale Filter und verschiedene Oscillator-Modes. Das kann man hier alles wunderbar im Editor editieren. Meine Lieblingsfunktion ist allerdings die Random-Funktion. Gerade diese krachigen, verrückten Sounds, das sind definitiv die Stärken des PL2. Wer an weiteren Soundbeispielen interessiert ist, der kann auf jeden Fall auch den Pleutec YouTube-Channel ansteuern oder überhaupt mal im Netz surfen und sich noch ein paar andere interessante Soundbeispiele anhören. Ich habe hier zum Beispiel bei Pleutec Folgendes gefunden, den Einsatz des PL2 zusammen mit einer Kirchenorgel. So, if we want to play along with a church organ, the problem is the PL squared will be on 440 Hz and this organ will be not. So
if we play a key, you can hear it's not in tune. So we can use the pitch wheel. Program change, and even if we change the program back now, it remembers the tuning we did with the pitch wheel. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, über Firmware Update weitere Funktionen nachzuladen, und eine davon ist ein AL2, das ist ein Sprachsynthesizer Tribute Firmware. Können wir auch mal reinhören. Hello, this is Markus from Ploytech. We would like to show you how we did the... Also eins ist, glaube ich, klar geworden. Der Ploytech Synthesizer verfügt über einen unglaublichen Nerd-Faktor. Und deswegen bekommt er von mir auch für den Nerd-Faktor 5 von 5 möglichen Punkten. Soundmäßig muss ich sagen, okay, okay. Wer auf sowas Krankes steht, der wird damit sicherlich glücklich werden. Man kann sicherlich auch den einen oder anderen konventionellen Sound aus dem PL2 herauszaubern. Aber ich würde mal sagen, es ist eher was für Leute, die experimentieren wollen, Bock drauf haben, neue Firmware zu installieren und ein bisschen rumzuspielen. Hardware-technisch würde ich sagen, naja, was soll man dazu sagen? Das gibt mal, sage ich mal, einen Punkt oder zwei. Bedienung ist auch gewöhnungsbedürftig, geht halt eben nur mit dem Editor. Oder man kann natürlich sein Controller-Keyboard entsprechend belegen. Hier einfach die entsprechenden MIDI-Controller belegen und kann dann im Prinzip den Ploytech Synthesizer so steuern. Jetzt kommen wir leider zu meinem größten Problem mit dem Ploytech Synthesizer. Das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Ding kostet fast 100 Euro. Und da muss ich sagen, da lege ich doch fast lieber noch 30 Euro drauf und kann sowas Schickes wie die Mi Blip Anode an den Start bringen. Die liegt so bei 130, 140 Euro. Also das ist wirklich ein echter Wermutstropfen, denn so als Geschenk, ne, oder so als selbstgemachte Synthesizer-Uhr oder umgehangen, könnte das ein ganz, ganz tolles Geschenk sein, aber für 99 Euro weiß ich nicht. Also da sollten die Jungs von Ploytech nochmal drüber nachdenken, ob man da vielleicht in der Preisgestaltung was machen kann. Denn ich finde es eine super lustige, geile, witzige Idee. Macht Spaß, mal damit rumzufummeln. Als ernstzunehmendes Instrument ist es auch einsetzbar für alle die Leute, die, wie gesagt, experimentieren und das vielleicht einfach im Zusammenhang mit einem anderen Hardware-Setup benutzen wollen. Tja, da kann ich jetzt nur noch zum Ende, zum Fazit kommen. Ich gebe dem PL2 in den beiden Varianten 3 Punkte auf meinem persönlichen Musometer. Tja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Sender. Aber bis dahin, make more music mit Musetalk.